Ja, das Bild ist dunkel. Das liegt daran, dass ich jetzt sicherlich nichts unterlegt habe. Ich wollte euch nur ganz schnell ein frohes neues Jahr wünschen und sagen, dass die Information, die jetzt nämlich gleich im Part kommt, etwas überholt ist. Ein paar von euch haben es mitbekommen. Für die anderen aber jetzt nochmal diese Information. Ich hatte den Part aufgenommen, lasst mich überlegen. Letzte Woche, also jetzt, wir haben heute Freitag, ihr seht den wahrscheinlich, also einige von euch werden den jetzt hier auch noch sehen heute, der 8. Januar. Und am Mittwoch, den 30., hatte ich den Part aufgenommen in der Nacht, das werdet ihr dann gleich am Anfang auch hören. Und ich war dann über Silvester weg und ich habe dann also noch vor meinem Abflug übermüdet, krank diesen Part aufgenommen, bearbeitet, gerendert und hochgeladen. Und während ich im Urlaub war und diesen Part freischalten wollte, ja, ich wollte also einfach ihn als öffentlich abspeichern, hat mir YouTube gesagt, ein fehlerhaftes Video kann nicht, ja, bearbeitet werden. Und ich denke mir, hä? Wieso, hä? Und dann habe ich es noch 10-mal versucht und es ging nicht. Ja, und ich konnte jetzt auch eigentlich nichts mit dem Part machen. Ich bin jetzt vorhin erst nach Hause gekommen. Und daher habe ich mir überlegt, ich werde es nochmal neu rendern, weil ich nicht daran, ich weiß nicht, ob es an der Datei liegt oder ich könnte mir eher vorstellen, dass während des Hochladens sich das Internet damals ne, reconnected hat und dass das dann vielleicht diesen Fehler ausgelöst hat. Keine Ahnung. Ich rendere diesen Part also jetzt gleich nochmal neu. Ihr hört jetzt hier nochmal mit schwarzem Bild meine Stimme und ein frohes neues Jahr und habt jetzt die Information. Es hat mich halt ein bisschen gelangweilt, weil da macht man das echt, setzt sich noch hin und macht das alles halt für diesen einen Part und dann geht es nicht. Das ist sauätzend einfach. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, ich bin jetzt auch, wenn das jetzt dann halt im Part sich so anhält, als würde ich in den Urlaub fahren. Ich meine, ich sage über Silvester, ich meine, das ist jetzt eh vorbei, also somit, ne, ist klar, ich bin jetzt wieder da und jetzt kommen die Tage dann auch wieder regelmäßig Videos und ja, genau. Und dann kommt der Part hoffentlich jetzt heute Abend. Ich werde ihn jetzt neu rendern und ich werde ihn neu hochladen und dann hoffen wir mal, dass er nachher steht. Falls er nicht steht, dann und ihr das irgendwie anders seht, dann wisst ihr, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Okay, und jetzt machen wir Ende, weil der Part ist eh lang genug und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Silvester und schöne Tage. Und dann hören wir uns, ja, die Tage wieder. Die Tage, die Tage, die Tage. Bis dahin und nun viel Spaß. Tschüss. Flacker, flacker, flacker. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin krank. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, dass ich. Ich glaube, wir haben jetzt 12:30 nachts und ich muss um 4 Uhr nachts wieder aufstehen, weil ich dann in den Urlaub fliege über Silvester. Ja, und darum, das ist das Einzige. Ich wollte eigentlich zwar heute, aber wie soll das auch gehen? Ich habe ja die Tage auch gearbeitet und ich wollte da eigentlich jetzt heute noch ein paar Sachen aufnehmen, aber wie soll das gehen? Also einfach, es geht einfach nicht. Auch wenn man sich das immer so toll vorstellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, das Einzige, wie gesagt, ich habe noch ein paar Sachen jetzt, bin auch gerade noch, mein Internet läuft nebenher sogar. Ich bin jetzt gerade am Uploaden. Ich hoffe, das macht, ich wollte gerade sagen, mein Prozessor mit, aber eigentlich ist viel wichtiger, ob meine Platte das mitmacht. Jetzt muss ich einmal schreiben nach oben und einmal schreiben drauf und naja, wir werden es merken. Hoffentlich funktioniert alles. Genau, haue also da gerade noch ein paar Parts nach oben. Und habe mir gedacht, zumindest nehme ich jetzt noch Mist auf. Ich muss echt auf die Zeit achten. Ich habe mein Handy jetzt gar nicht neben mir liegen, aber ich muss echt drauf achten, weil ich muss eigentlich echt um 1 schlafen. Und ich muss meine Handtasche zumindest nochmal fertig machen. Und oh Gott. Ich glaube, wir hatten ja. Mir hatte jemand gesagt, ich soll Haven nehmen. Ich habe keine Ahnung. Das war ein toller Tipp. Ich wollte ja eigentlich wissen, mit welchem Buch wir hier anfangen. Weil ich habe keine Ahnung, welches Haven ist. Vielleicht finden wir das natürlich gleich heraus. Und ich glaube, Rot war diese Karre gewählt. Da hatte ich doch drauf geklickt, oder? Auf das Buch. Oh, ich muss gleich niesen. Also wahrscheinlich würde ich sagen, Sirus. Dann wäre das wohl, genau, derjenige hat auch, glaube ich, meint, das ist die schönere, einfachere Welt oder so. Das könnte natürlich dann eher dann Haven sein und Achena. Wir schauen uns auf jeden Fall jetzt mal das Buch an. Genau, und wir hören uns dazu auch noch mal was an und
Wahrscheinlich wird es hier vielleicht doch nochmal ein Lesepart. Tut mir vielleicht ganz gut, weil ich glaube, in meinem Kopf momentan kann ich eh nicht konzentriert sein. Ah, das wird uns vorgelesen. Meine Großmutter Anna Oh, sagte immer, lass genial. dich nie von einem Fehler entmutigen, Atros. Versuche daraus zu lernen und du wirst Großes erreichen. Heute in Haven sah ich ihre Worte wahr werden. Das zerstörte Schiff, das sich in den Damm in der Nähe des Ufers schmiegte, war genau das, was ich mir erhoffte. Eine solche mitreißende Vorahnung von Drama und Abenteuer, dass selbst mein Herz schneller schlug. Ich dachte daran, wie viel Spaß die Jungs... Ja, schon. Ich krieg's Meine hin. Großmutter Anna sagte, Nein. die ich in der Stoneship-Welt antraf, Steinschiff. Annette, Branch und Will, hier hätten und wünschte, ich könnte sie herbringen, um hier zu spielen. Aber niemand darf Haven betreten, wenn es zu der Gefängniswelt werden soll, die ich geschrieben habe. Diese Welt soll nur die Möglichkeit bieten, ein Überleben zu sichern, auch wenn noch kein Mensch hier lebt. Haven besteht zum großen Teil aus einem tropischen Regenwald, der von Lebewesen zu wimmeln scheint. Oh, schön. Ich sah einige, als ich Haven erkundete, aber sie halten Abstand. Einige Fruchtfresser starrten mich neugierig an, als ich unter ihren Nestern hindurchging. Da sie vorher noch keinem Menschen begegneten, fürchteten sie sich nicht vor mir. Vielleicht hätten sie sogar den Mut aufgebracht, Freundschaft zu schließen, wäre ich länger geblieben. Leider musste ich schnell gehen. Ich musste meine Mistbüchersammlung beschützen, damit kein übereifriger Forscher über sie stolpern würde. Also musste ich schnell nach Hause. Ich sah mir nur noch den Sonnenuntergang über dem See an, schwamm zur Mitte und verließ Haven. Nun müsste das Verbindungsbuch versunken und zerstört sein. So bleibt heute nur noch eines zu tun. Bevor ich schlafen kann. Ich muss noch zwei Verbindungsbücher schreiben. Eines für Haven und eines für Spire, der anderen Gefängniswelt. Und sie dann offen in der Bibliothek auslegen. Ich werde Cirrus und Achana davor warnen müssen. Und ich werde es anschließend natürlich Katharina erzählen müssen. Okay, ja, mach das erstmal hier aus. Hätte zu so schnell gelesen. Holla, die Waldfee. Okay, damit kann ich also. Oh Gott, Stift, Zettel. Wo habe ich meinen Mistzettel? Natürlich nicht hier. Wo ist ein Stift? Da ist ein Stift. Was ist das für ein Zettel? Ah, das ist der Zettel eigentlich. Schön, den ich vorher gesucht habe. Das ist natürlich jetzt interessant, ob, wenn ich das eingebe, ob dann, ob ich dann, wer ist denn jetzt da eigentlich? Halt den, der da drauf ist, treffe. Das war jetzt ja gar nicht so viel. Ich wollte jetzt eigentlich, die Frage ist, habe ich mir überlegt, müssen wir eigentlich, wenn ich, sagen wir mal, beide Bücher lese, weil eigentlich hatte ich mir das so vorgestellt, wir lesen jetzt das Buch und gehen dann, ich wollte noch mal kurz gucken, okay. Gehen dann nach Haven. Weil ich das irgendwie schöner finde und das nächste Mal halt, wenn wir das andere da gehen, dann lesen wir halt erst das andere und gehen dann dahin, ne? Die Frage ist nur, weil Atrus meinte ja zu mir, ich soll etwas tun, ich soll diese beiden Bücher lesen oder so. Ich meine, ja, soll ich jetzt zurückkommen und sagen, ja, habe ich getan? Ich meine, bei ihm tobt ja der Sturm, oder? Oder soll ich jetzt einfach nach Haven gehen? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Haven. Scheißen auf Atrus. Ich meine, er kommt eh nicht her. Blau. Klein. Ja. Rot. Oh Gott, ich muss da wieder niesen, Leute. Ach so, das ist hier dieser Zimsstein. Pink, Sims. Dann so ein komischer, dicker, fetter Quader hier. Grün. Ach, warum? Leute, ich bin auch bescheuert. Mein Mistzettel. Oh Gott, ich sag, ich bin krank halt, ne? Oh Gott, dammit. Warum mache ich nicht einfach ein Foto? Oh, jetzt habe ich das Tagebuch auf. Das wollte ich nicht. Ja. Es wird nicht besser mit mir. Es wird nicht besser. Geh mal hier raus. Und jetzt machen wir hier Kamera. Und jetzt machen wir ein blödes Bild. God damn it. Geil, oder? Jetzt fange ich an, das hier abzumalen. So. Und zurück, bitte. So. Und jetzt, bevor wir das jetzt da lesen, nö, machen wir jetzt gar nicht, genau, können wir jetzt von hier her, was ist mit dem Zippy-Zipp-Modus? Keine Zeit verlieren heute.
Komme ich da irgendwie hoch? Das ist, glaube ich, oben. Mal gucken, wo wir hinkommen. Nein, falsch. Sorry, Leute. Ich bin euch wahrscheinlich hier unten den Rand jetzt auch gar nicht rein. Was ist das da? Einfach weil ich jetzt halt, ich werde hier nicht nachher viel rumbearbeiten. Oh, scheiße. Kommen wir da überhaupt irgendwie hoch? Ja, da fahren wir halt hier mal hin und gucken mal. Wahrscheinlich, ja, genau. Da habe ich mir gedacht, wir müssen wahrscheinlich trotzdem selber fahren. Weil dann gucken wir es jetzt einfach nochmal an. Jetzt nochmal hoch. Gucken jetzt nochmal einmal jetzt Haven. Und dann können wir nochmal versuchen, Artus anzuklingeln. Und dann gehen wir einfach mal nach Haven. Ich habe jetzt echt gedacht, es würde doch nochmal länger werden. Dass du jetzt hier noch voll rumlesen muss. Aber ist ja schön. Dann sehe ich nochmal ein bisschen was. Ihr seht nochmal ein bisschen was. Aber wenn es jetzt hier schon losgeht, dass ich hier anfange, die Dinge abzuschreiben, meinen Mistzettel suche, den ich eigentlich nicht brauche, weil auf meinem Mistzettel, ich habe zwar einen, das war sogar korrekt, aber da steht eigentlich nur die Einstellung vom Spiel drauf, falls hier mal irgendwas abfuckt. Ja, lass mich raus, bitte. Raus, 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 raus. Vielleicht aber, wenn ich Arzt anrufe, vielleicht sagt er auch immer nur noch immer genau das Gleiche. So. Also. Ich habe es ja zumindest schon aufgemalt. Das heißt, ich muss ja eigentlich erstmal nicht gucken. Warte mal, wie war das jetzt hier? Wie macht man das nochmal hier? Nee. So, was war hier? Ja, genau, jetzt ist nichts drin. Ich kann das doch hier. Da. Blau groß. Ich glaube so, oder? Oder der. Nee, ich glaube der war's. So, ja, hier. Ja, und rot klein. Vielleicht. Ist das der Sims-Stein? Ja, ne? Hä? Jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Was habe ich mir denn da aufgemalt? Klein, rot. Groß. Ja, ein bisschen klein. Einfach so viereckiger, kleiner. Dann der Sims-Stein. Dann so ein fetter grüner. Und dann dieser komische gelbe. Was ist denn der rote für einer? Also ich glaube, das ist korrekt. Da müsste ja theoretisch das in Rot der nächste sein, aber der ist doch nicht so klein, oder? Finde ich, sieht nicht so aus. Vielleicht tauschen wir die nachher einfach mal beide um. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung, weil der hier so ein bisschen abgedingst ist und der geht hier so spitz nach oben. So, egal. Jetzt machen wir mal weiter pink. Sims. Und grün fett. Wo habe ich denn da? Da ist pink. Und dann noch gelb und dingsig. So. Oh, ich muss gleich nochmal niesen. Das sage ich jetzt die ganze Zeit, ne? Da passiert nichts, also müssen wir nochmal blau. Fucky, fucky, fuck. Machen wir das nochmal. Stellen wir das nochmal einmal um. Und den roten. Machen wir jetzt den. So. Oh, was ist denn jetzt noch falsch? Wie kann ich denn so einen roten kleinen? Oder ist der rote das grüne? Das sieht doch anders aus.
Gut, blau groß, ja, das verstehe ich. Wie kriege ich denn das rote so hin? Das blaue kann ich ja, es gibt zwei so lange, die kann ich ja hin und her wechseln. Den Sims-Stein, das ist ja wohl, den habe ich ja wohl richtig. Grün habe ich doch wohl auch richtig und den letzten doch auch. Ja, sonst lasse ich das. Sonst lasse ich das hier. Eigentlich sieht das jetzt hier auch größer aus als das. Was haben wir denn jetzt hier nochmal? Wir haben... Das bin ich der Meinung, ist der Sims-Stein. Und den. Und zwei. Zwei fette. Den kleinen, das ist der... Den. Ja, oder ich lasse es einfach. Ich rufe nochmal einmal Arthus an. Habe ich die falschen Farben genommen? Nee, auch nicht, oder? Ist das vielleicht nicht blau, sondern lila oder so? Nee, ich meine, das ist doch blau. Aber vielleicht ist pink. Ist vielleicht lila. Oder? Könnte das theoretisch sein? Das könnte man nochmal ausprobieren. Aber das sieht doch auch... Ich weiß nicht. Komm. Ich glaube nicht. Weil ich finde, das sieht schon so aus. Ach. Ist das so dunkel? Das ist blau. Das sieht für mich hier aus wie lila. Alles klar, dann habe ich den ersten falsch gemacht. Weiß ich Bescheid. Dann ist... Mache ich mal den nochmal für den... Das ist genau der gleiche jetzt, ne? Das hat keinen Sinn. Wir machen also den zu dem. Sorry. So, und jetzt nochmal. Schön sieht das aber auch nicht aus. Aber hier ist niemand. Ich habe gedacht, hier kommt vielleicht einer der Brüder an oder so. Und sagt, hey, wer ist da? Hallo? Hallo? Schade. Schade. Können wir jetzt nochmal Arthus kurz mal anrufen, wenn wir schon mal hier nochmal sind? Das ist die Kleine. Da. Rot, mehrere Dinger. Zwei, ja, Türkise. Gelb, groß, dick. Und das gleiche irgendwie in grün. Groß, dick. Und dann so ein blauer, dicker. Die sehen schon alle komisch aus. Ich glaube, hier sind wieder... Ach, das sind wieder die abgeschnittenen. Und das ist wieder der Spitze. Oh, kriege ich das hin? Wahrscheinlich nicht. Rote Kies. Ich wollte gerade gucken, ob ich mir das merken kann hier, aber dass ich die Farbe falsch habe, aber naja, das wird mir vielleicht nochmal irgendwann einfallen. Türkis. Und zwar der Spitze, ne? Oh, ich weiß es jetzt schon wieder nicht mehr. Vielleicht sollte ich es mir doch einfach aufschreiben. Vielleicht ist es doch besser. Aber ich muss dann wahrscheinlich trotzdem immer nochmal gucken, wie die aussehen. Auch wenn ich es mir aufgeschrieben habe. Zwei. Zwei. Dann die beiden abgeschnittenen oben und dann der Spitze. Gelb, grün, blau. Gelb, grün, blau. Gelb, grün, blau. Nur welcher zwei eigentlich? Der da? Der da. Nehmen wir mal den mal. Gelb, grün, blau, gelb. Gelb. Grün, blau. Vielleicht sollte ich lieber hiervon ein Foto machen, wie das dann am Ende aussieht. Dann weiß ich das nächste Mal, wie ich es aufbaue, so ungefähr. Muss ich halt nur dazu schreiben. Blau. Und jetzt der da. Und? Nichts. Dann mach mal den Türkisen, mach den mal den anderen Zweier. Weil das andere sollte eigentlich stimmen. Ja. Na, mein Freund, bist du da? Ich hoffe, du empfängst das. Ich krieg kaum ein Signal. Hör zu,
Hier tobt ein wirklich schrecklicher Sturm. Das können wir ja schon. Ich kann Ryan daher nicht verlassen. Aber du kannst etwas für mich tun. Geh zum Tisch in meinem Schlafzimmer. Unter der obersten Schublade ist ein Symbol. Drücke darauf, um zwei Fächer zu öffnen. Meine Kommentare zu Haven und Spire befinden sich darin. Oh, und Yisha soll ihre Hausaufgaben machen. So, ja, meine Kommentare zu Haven und Spire befinden sich darin. Aber er sagt nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll, ne? Oder? Habe ich jetzt sozusagen den Fehler gemacht? Hätte ich jetzt doch Spire auch lesen sollen? Spire, das konnte ich mir vorhin gar nicht merken. Und dann hier nochmal herkommen? Ach komm, scheiß doch drauf. Reisen jetzt dahin. Und ich mache jetzt hier nochmal ein Foto. Falsch. Und gib mir nochmal das Buch. Dann schreibe ich hier nochmal auf. So. Gut. Dann kann ich mir das vielleicht, dann kann ich das andere auch auslöschen. Jetzt weiß ich so, wie es richtig aufgebaut ist. Denke ich mal. Okay. Okay, weg hier. Kein Interesse mehr. Und wir düsen ab. Das heißt, ich kann hier echt den Zip-Modus nicht verwenden, um von hier aus... Nein, ich muss echt mit diesem blöden Ding fahren. Ich komme da nicht hin. Das ist eigentlich schade, dass man den Zip-Modus nicht... Ich meine, dafür ist er doch eigentlich da, dass ich nicht mehr mit diesem blöden Aufzug fahren muss. Normalerweise, das habe ich ja euch, glaube ich, das letzte Mal schon ein bisschen rausgeschnitten. Wie gesagt, das kriege ich heute nicht hin. Na, vielleicht kann ich das. Vielleicht habe ich das euch sogar noch rausgeschnitten. Jetzt habe ich noch irgendwas gesagt. Ich habe selber mal auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, boah, ich muss ins Bett, ich muss ins Bett, ich muss ins Bett. Jetzt wollte ich hier schon mit VSD laufen. Oh Gott, ich bin so verwirrt, Leute. So verwirrt. Und ich glaube, dass Yisha ihre Hausaufgaben muss, das weiß sie auch selber. Also, da muss ich mich nicht auch noch drum kümmern. Im Grunde renne ich ja nur nach, wo auch immer sie hingegangen ist. So, ich hoffe, das Rätsel passt hier alles. Das mache ich auf gar keinen Fall jetzt nochmal hier. Fahr einfach runter. Dankeschön. Wie gesagt, kann jetzt ein Fehler sein, dass wir das andere Buch nicht gelesen haben, aber irgendwie finde ich, passt es doch so besser. Erstmal hier die Informationen zu hören, hier hinzureisen und dann halt, ja. Am anderen Mal, genau, das andere zu machen. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Ich wiederhole mich nur, das ist halt, weil ich ein bisschen deshalb gerade bin im Kopf. Ja, und ich habe hier. Zap, bam, bum. Zack, bum, bang. Ist schon cool. Also cool ist es schon. Muss man doch sagen. Okay. Nehmen wir die ein bisschen andere, schönere nicht mehr. Obwohl die schon schöne Farben hat. Aber wir reisen jetzt ins Blaue. Und hier war noch so viel Fauna und so, ne? Da freue ich mich schon wieder drauf. Auf so kleine Chinchulopolossus. Ah, dieses gestrandete Boot. Genau, das hatte doch auch irgendwas jetzt gerade geschrieben gehabt. Ich kann mir leider nichts mehr merken. Mein Kopf ist heute ein Sieb. Mhm. Okay, so freundlich sieht es gar nicht mehr aus. Eben sah es schöner aus als hier. Ich weiß nicht. Als wir hierher gekommen sind. Spinnenbeben. Okay, da kann ich zumindest zurückreisen. Das heißt, dann kann ja... Warte mal, Achena. Nee, Sirus. Wir wissen noch gar nicht, wer hier ist, ne? Ich denke mal Achena.
ich sag jetzt einfach mal Aachener, fahr am Ende ist es wahrscheinlich eh falsch, dann kann, im Grunde, der kann ja hier nicht herkommen. Das heißt, der muss ja irgendwo nicht nur auf dieser Welt gefangen sein, sondern eigentlich nochmal in einem Gefängnis drin, weil sonst könnte er ja easy peasy, na gut, irgendwer kam ja auch hierher, ne? Irgendwer hat ja Yisha verfolgt. Aber eigentlich dürfte der ja hier nicht drankommen ans Buch. Das heißt, er könnte nicht hier hinten rumlaufen. Kann ich das hier auch kaputt machen? Nein. So, jetzt gucken wir mal hier runter. So kleine Kristalle. Verstehe, das sind einfach die letzten Erinnerungen dieses Glases, dieser Kristalle, bevor sie halt zerbrochen sind, irgendwie so. Oh Gott, müssen wir das jetzt hier ständig machen? Sie war hier! Beziehungsweise sie ist wahrscheinlich sogar noch hier. Das ist ihr Stuffy-Stuff wahrscheinlich. Alles klar. Okay. Gut, da kann ich zurück. Ja, dann habe ich mich eben schon gedreht. Jetzt drehe ich mich nochmal um. Oh, schau mal, da ist noch was. Ich habe ein paar Freunde. Die akzeptieren mich. Aber es ist wirklich nicht so wie früher. Freunde kommen und gehen. Besonders, wenn man viel umherzieht. Bin schon lange hier. Sehr lang. Macht einen irgendwie irre, weißt du. Durchgeknallt. Völlig verrückt. Kuckuck. Hast du Äpfel dabei? Ich mache jetzt hier mal ein Foto, weil ich nicht weiß, ob das nochmal wichtig sein könnte. Und die Stimme hört sich für mich auch eher wie ein Aachener an, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum tue ich das? Ich bin da. Wer noch? Ich wollte mich eigentlich nicht so lautstark melden, aber jetzt habe ich es getan. Also, schön. Kann ich nochmal irgendwas antatschen? Ich kann nur das Sofa anhauen. Schau mal, da kommt sogar Staub, wirbelt auf. Das ist süß. Wenn ich was übersehe, bitte sagt es mir. Also, ich werde heute wahrscheinlich 10.000 Sachen übersehen. Okay, das kann ich nur so umklappen. Ja, schön. Also auf jeden Fall weiß jetzt irgendwer, dass irgendwer kommt. Das ist doch klasse. Sind das meine Schritte, die ich höre? Aber schön hier, die Krabbe habt ihr gerade gesehen. Ich glaube, ich müsste hier einen Cut machen, Leute. Ich muss unbedingt ins Bett. Kann ich hier hinten irgendwie hingehen? Ja, da geht's dann lang. Da geht's aber auch lang. Kann ich mal zu der roten Krabbe gehen, glaube ich mal. Da ist doch ein Seestern dahinter, oder nicht? Da! Das kann ich nehmen. Nee, nochmal so ein Kristall. Aha, also das sind wirklich Kristalle und kein Glas. Ah, das ist eine Mädchenfigur. Oder sieht das nur so aus? Beide Idioten. Sind beide hier?
war doch auch Cyrus, oder nicht? Und Achena war der mit den längeren Haaren. Okay. Vielleicht will einer das Mädchen sozusagen benutzen, um hier halt freizukommen. Krass, dieses Boot. So, da kam ich nicht drüber. Dann können wir hier die Treppe, dann gehen wir nochmal dahin. Okay, ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Aber ich komme hier ja eh nicht weiter. Was ist das für ein Bambusgerippe hier? Gut. Ich sehe jetzt nichts, aber das ist hart nichts zu sagen. Das ist auch irgendwie da festgebunden. Okay. Was? Film? Warum? Einfach nur so? Ich hoffe es. Okay. Crazy. Schon süß gemacht, ne? Okay, da kann ich hinunter absteigen. Oh nein, da komme ich da hin. Da will ich eigentlich, glaube ich, gar nicht hin. Ach komm, Leute. Komm. Da komme ich auch wieder hoch, ja. Gut. Wieder so ein Vögelchen. Schaut aus wie ein kleiner Phönixchen. Hui. Die sehen doch wirklich so aus, oder? Wie die, die wir schon kennen. Oder nicht? Sind das neue, andere Tiere? Wahrscheinlich sind es andere. Wow, das ist so ein Fliegeding, der... Aber so Fische auch, oder? Der hat wie eine Schwanzflosse. Fliegende Fische, aber halt so richtig mal. Voll cool. Oh Gott, ich könnte jetzt hier stundenlang diese fliegenden Fische beobachten. Was? Hier geht's auch noch. Hä? Ich bin doch jetzt aber gerade. Hier geht's auch hoch. Irritiert mich. Ach nee, ich bin vorgelaufen, darum bin ich da. Ich bin irritiert. Ist auch nicht so schlimm. Piu. Sau cool. Ah ja, und hier ist dieses Ungeheuer vielleicht? Was da aufgemalt war. Sag mal, ihr seid sau cool. Und ganz schön groß auch. Und komm. Abmarsch. Sau cool. Entschuldigung. Ich sollte nicht irgendwo gegenschlagen, wenn ich nicht weiß, was es ist. Intelligenz. Spürsinn. Unauffälligkeit. Und Geduld. Seine Geduld nicht zu vergessen. Es hat sich nicht gut angehört.
hat sich fast schon ein bisschen traurig angehört für dieses kleine Ungeheuer. Ei, ei, Ungeheuer, ei, ei. Ei, ei. Okay. Komme ich hier rum zu dem Schiff? Ja. Warum hören die sich an, als würden die lachen? Okay. Guten Appetit. Geht mal da. Das ist mein Essen jetzt. Hey, weg da. Das ist voll süß gemacht, oder? Oh Gott, die Töne, diese lachenden Kindergeräusche sind bestimmt nochmal wichtig. Das sehe ich schon kommen. Oh, jetzt bin ich aber weite Schritte gegangen. Ich habe gedacht, da kann man gegenhauen. Was? Oh, meine Hand war... Aha. Wo kommt denn dieses Lachen her? Das sind schon die Vögel, ne? Vögel. Immer bevor sich... Immer bevor sie sich ins Wasser stürzen. Was mache ich ja eigentlich gerade? Ich bringe den Kran hier zum Kippen gleich. Vielleicht. Ja, cool. Ich habe irgendwas gemacht, Leute. Ist doch schön, oder nicht? Ah, ist wahrscheinlich irgendein Rätsel sogar. Komm, wir gehen erstmal hier weg. Wir müssen uns erstmal angucken, warum wir das überhaupt tun, was wir hier gerade tun. Da sind auch noch Kugeln. Kann ich den auch packen? Nö. Ich dachte, das sind irgendwelche... Oh nein, das ist ja irgend so ein Geschmarri. Komme ich hier noch weiter? Nein. Also muss ich hier erstmal irgendwas vom Kran her, ja. Das muss das Gewicht von der Treppe haben, damit die, von dem Durchgang halt, damit die dann runterkommt. Aber Leute. Cool. Das war jetzt hier ein schönes Abschlussbild gerade mit dem Vogelchen. Ich höre jetzt hier erstmal auf. Es ist überhaupt nicht so, dass ich mich von irgendeinem Rätsel jetzt fernhalten will. Wow. Oh, was für ein schönes Bild. Wie groß sind die? Weil schaut man, das steht ja noch weiter weg. Ja, sondern ich bin einfach verdätscht. Ich habe jetzt eh schon wieder genug aufgenommen und das nächste Mal läuft das alles wieder ein bisschen organisierter, hoffe ich dann. Aber wir haben schon mal so einen kleinen Einblick in Haven. Ich hoffe dann, also es sieht trotzdem hier karg aus. Immer noch ein bisschen mehr Leben. Zwar hat man das Gefühl als bei dem anderen Ding. Aber vielleicht ist ja hier hinter diesen Bergen, vielleicht sind ja da ganz tolle Tropen. Kann jetzt noch mal so ein Fischvogel hierher kommen? Komm, bitte, ich will noch mal einen sehen. Bitte, bitte komm noch mal. Bitte, bitte. Ja, ja. Sau cool. Okay, ja, dann bis zum nächsten Mal und ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.